Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Pizza Connection 3. Ja, in-game sind jetzt, glaube ich, 3 Tage vergangen. Ich habe auf die Sonne oben nicht geguckt. Da sieht man es ja eigentlich. Könnt ihr mir wahrscheinlich besser sagen. Im Vergleich zur letzten Folge. Also 3 oder 4 maximal Tage in-game sind jetzt vergangen. Wir haben ordentlich Plus gemacht. Wir machen, glaube ich, so jeden Tag. Ja, 15.000 Plus. Das liegt eigentlich an genau 2 Restaurants. Und zwar tagsüber, an diesem hier, das am Park quasi, da ist massiv viel Kundschaft, was hier quasi uns die Kassen vollspült. Ich sag mal, 90% davon sind Bonzen, die anderen 10% sind Gruftis, sieht man jetzt auch hier ganz schön. Der ganze Rest, den interessiert das Restaurant nicht, aber Gruftis, okay, also Bonzen, die sind so zahlreich hier irgendwie vertreten, dass ich mir... ja, keine Gedanken machen muss um fehlende Kundschaft. Ich habe eine ziemlich beschissene Beurteilung jedes Monatsende in dem Restaurant und in dem zweiten Restaurant da an der Sydney Oper, was so die Besucher betrifft. Also ich habe, glaube ich, so durchschnittlich 50% nur, die ich wirklich bedienen kann. Und ja, reicht aber trotzdem, um mehr als genug Geld zu machen. So. Qualität über Quantität. Die ganze Strategie von Catturato hängt davon ab, wem zuerst das Geld ausgeht. Und das wirst nicht du sein. Zeig deinem Konkurrenten, dass Qualität über Quantität steht, indem du deine Pizza an den Gast bringst. Greife zu unschönen Mitteln, wenn es sein muss, und pass auf, nicht zu sehr in die Miesen zu geraten. Verkaufte Pizzen 20. Was? Wie 20? Ich soll 20 Pizzen verkaufen? Aha. Ja, gut, das werden wir in den nächsten 1,5 Minuten geschafft haben. Es ist sehr wenig los. Also normalerweise so um die Uhrzeit hier ist das Restaurant hier brechend voll. Okay, ich weiß gar nicht, wo die ganzen Bonzen auf einmal hin sind. Ja, also wie gesagt, normalerweise, ich habe schon überlegt, ob ich hier einen 4. Angestellten reinstelle. Weil es einfach so... unermesslich voll war hier drin. Okay, da kommen noch ein paar. Aber jetzt auch nicht so der Hit. Oh Gott, was ist jetzt los? Okay. Da macht irgendwas zu. So, tschüss. Oder was? Ja. Diese Amerikaner. Wer immer die Investoren hinter Catturato sind, es sind wahrscheinlich Amerikaner. Und die wollen ihr Geld zurück. Keinen Pizzakrieg. Du solltest ihnen die Pizza versalzen. Catturato hat bereits eines seiner Restaurants aufgegeben. Gib nicht auf und überzeuge die Menschen von deinen deliziösen Pizzen, um ihn in den Ruin zu treiben. Verkaufe 80 Pizzen. Auch das wird sehr schnell gehen. Also das schafft man unter einem Tag. Ich glaube, so die durchschnittliche Zahl verkaufter Pizzen liegt bei mir so um die, ich glaube, 130. Ah, sieht man das hier noch? Hier, also 22 von 25 im Outback, in der Outback Pizza. Naturalmente Buono, ja, 30 von 57, das ist das im Hintergrund quasi, mit den Bonzen. Ja. Ihr seht, Platz gefunden haben schon mal nicht alle. Bestellung aufgeben und dann Pizza erhalten, da wird es dann eng. Die Gianni e Pinotta, das ist die andere. Das zeige ich euch nämlich auch gleich. Ihr seht, 35 von 96. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ja, und hier die kleine Pizzeria. Die macht eigentlich mehr als genug Umsatz. Ja. Okay, unsere Pizzeria am Park, die hat zu. Die macht nämlich nur 12 Stunden am Tag. Und hier haben wir aktuell schon 3 Kellner. Aber ab 0 Uhr kommt noch ein 4. Kellner. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Ich hoffe, dass es jetzt nicht genauso leer ist wie die andere Pizzeria. Aber ihr seht, jetzt kommen sie schon aus ihren Löchern. So, jetzt geht's los. Und zwar, ich weiß nicht, warum die alle so geil sind auf Saufen. Aber ihr seht ja hier diese Massenwanderung. Ist so ein bisschen wie 7 Days to Die, so eine Wanderhorde. Und die haben alle ein Ziel, nämlich die Bar hier hinten. Also die Bar müsste wahrscheinlich so einen durchschnittlichen... Besucher, also durchschnittliche Besucherzahl haben von gefühlt 50. Also die gehen wirklich, die gehen alle in diese Bar. Und hier wird mir eigentlich angezeigt, dass, naja, also so ein paar Leute gehen hier rein.
Also hier haben wir 8, 13, also sagen wir so knappe 35. Allerdings hier, ja. Es hört auch nicht auf. Also das geht jetzt noch in-game ein paar Stunden so. Hier. Wie die Verrückten. So, weiter geht's. Es hört einfach nicht auf. Es kommen nur Menschen hier lang, die alle genau an unserer Pizzeria vorbeigehen. Das ist sehr schön. So, Fortschritt. Catturato hat eines seiner Restaurants aufgegeben. The Uluru 2. Mach weiter Druck. Geschätzter Herr Montago, wir sind die Ersten, die zugeben, wenn ein Wettbewerber Talent und Durchhaltevermögen zeigt. Aber glauben Sie nicht auch, es wäre besser, uns Ihr Geschäft einfach zu verkaufen? Wir sind bereit, über wirklich günstige Konditionen zu verhandeln. Vorausgesetzt natürlich, Sie ziehen sich aus dem Geschäft zurück. Überlegen Sie es sich. Carlo Catturato, CEO Pizza Cattura. Ja, ich wüsste zwar nicht, warum ich jetzt meine Geschäfte aufgeben soll, weil meine 4 Pizzerien laufen und er macht eins am anderen zu, aber okay. Nicht mein Problem. So, also, die eine Farbe ist alle. So, haben wir noch 3 Konkurrenten. Wir können einfach mal auf so einen Menschen draufklicken. Da sehen wir nämlich auch bei Sternchen, die quasi, oder quasi alle Konkurrenzfirmen. So, Daumen bei der Seaside. 20, 22, sehr gut. 30, 34, auch gut. Wobei, wie gesagt, hier der Durchschnitt. Ach nee, das ist die normale Pizzeria. Das hier ist 43 von 49, sehr gut. Aber hier kam auch weniger, als ich es erhofft hätte. Und naja, Jutia ist, hier geht Quantität vor Qualität. Und ja, wir haben schon wieder keine Zutaten. Ich habe sogar einen zweiten Lieferboy hier eingestellt. Also wir beliefern das Restaurant hier eigentlich mit 2 Lieferjungen. Vielleicht sollte ich hier mal eine Pizzeria runternehmen. Damit wir mehr Zutaten haben. Ich mache mal Gambaretti runter. So, Gambaretti runter. Da haben wir noch ein paar Zutaten weniger. Müssen wir natürlich nur aus unserem Lagerhaus rausschmeißen. So. Gut. Also. Gehen wir nochmal kurz auf den Gast. So, Montago Global Pizza. Ja, bei uns geht's schon bergauf, sehr gut. The Uluru. Das geht bergab. Pizza Dreamtime. The Outback. The Dundee und Pizza Cattura. Pizza Cattura, das gibt's nicht mehr. Außer. Es gibt noch einen kleinen Liefertruck. Nämlich den hier. Und ja, den setze ich jetzt mal außer Gefecht. Das wird hoffentlich nicht allzu lange dauern. Dazu brauche ich eigentlich nur einen Ganoven. Und da nehme ich auch einen Ganoven. Ich mache keinen Krawellmacher. Also war echt viel Polizei hier. Gut, dann fangen wir hier in der Pizzeria an. So, Handlanger. Aha. So. Sehr ungünstiger Standort zum Vernichten. Denn wir haben genau eine U-Bahn-Station daneben. Oh, wo läufst du denn lang? Okay, dann musst du da lang. So, Catturato hat eines seiner Restaurants aufgegeben. The Dreamtime. Mach weiter Druck. Lieber Herr Montago, es läuft also. Pizza Cattura wurde vor etwas mehr als 20 Jahren von einem italienischen Einwanderer in den USA gegründet. Dieser Einwanderer sah ihrem Vater verblüffend ähnlich, auch wenn er einen anderen Namen benutzte. Und er tauchte wenige Wochen, nachdem ihr Vater verschwunden war, in Washington auf. Sie finden alle diese Informationen und Fotos zur Firmengeschichte übrigens auf der Webseite dieser Firma. Sie sollten wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ein Freund. Aha, also vielleicht ist unser Vater ja doch nicht tot, sondern einfach nur untergetaucht und quasi unter anderem Namen jetzt für diese Firma ja verantwortlich, Pizza Cattura. Schauen wir mal. So, erstmal. Wie gesagt, ich will diesen Liefertruck hier loswerden. So, kommt haut mal ab hier alle. Oh Gott. Ich werde keine Chance haben, diesen Ganoven dahin zu schicken. So, ich gehe mal in einen Safe Spot. Das ist nämlich das da.
So, und ich hoffe, dass das jetzt ausreicht. Da muss ich ein bisschen Glück haben, dass keiner aus der U-Bahn rauskommt. Also kein Polizist. So, The Galura hat er aufgegeben. Und wir gucken mal, ob wir den Liefertruck hier zerstören können. Jetzt wird es eine kleine Explosion wieder geben. Und that's it for him. Ja, jetzt können wir uns auch hier festnehmen lassen. Ist egal. Wir setzen uns mal hier auf die Parkbank und warten einfach auf den nächsten Polizisten. So, der Galura hat aufgegeben. Geschätzter Herr Montago, ich weiß nicht, ob wir wirklich verwandt sind. Für mich hieß mein Vater Bartolo Caturo. Dass er ihrem vermissten Vater ähnlich sah, mag Zufall sein. Und ich bin ohnehin nur Adoptivkind und ein paar Jahre älter als sie. Kein Zufall ist, dass wir uns um den australischen Markt streiten. Sollten wir aber tatsächlich Adoptivhalbgeschwister sein, wäre es dann nicht erst recht besser, diesen dummen Preiskampf zu beenden und endlich wieder Geld zu verdienen? Mein Kaufangebot steht. Carlo Catturato, CEO Pizza Cattura. Achso, okay, er ist der Sohn von dem Firmengründer quasi. Also nicht der richtige Catturato, sondern quasi der Zögling. Auch Adoptivkind. Ist ja verblüffende Ähnlichkeit zu uns. Wir sind ja auch aus einem Waisenhaus. So, hier unten läuft irgendein Ganove lang. Aber ihr seht, die Pizzerien oder die Konkurrenzpizzerien werden weniger. So, Pizza Cattura gibt's nicht mehr. The Dundee, das gibt's noch. Die Outback, davon gibt es auch noch eins. Ja. Ah, da sehe ich jetzt erst. So, anheuern. Hier, ja, mach den mal platt hier. Pizza, Pizza! So, hau ab. Hallo? Lauf. So, hier hinten ist nämlich noch irgendwo so eine Litfaßsäule. So, ist unser Ganove schon da? Ne, da kommt er. So, wo ist diese Litfaßsäule? Da hinten. Das waren nicht wir. Das war eine Konkurrenti, Ganova. Alter, hier ist aber auch richtig massiv viel los. So, dann zerstören wir erstmal hier die Litfaßsäule. Also, zerstören. Machen wir die Werbung ab. So. Nix mehr hier. Pizza, Pizza. Sonst haben wir hier nichts weiter. Alles klar. Gut. Neues Geld. Gerade als Catturato das Geld ausgegangen ist, ist ein neuer Investor aufgetaucht, der ihn weiter finanziert. Diesmal werden hochwertige Pizzen nicht reichen. Du musst mit schmutzigen Tricks arbeiten und sie treffen, wo es wehtut. Sabotiere alle von Catturatos Werbeflächen. Geschätzter Herr Montago. Haben wir schon. Es ist wirklich bedauerlich, aber meine Investoren sind leider nervöser, als sie es sind. Einen weiteren solchen Quartalsbericht werden sie nicht akzeptieren. Ich gratuliere Ihnen. Für den Moment sieht es tatsächlich so aus, als hätten Sie gewonnen. Allerdings wird es Sie, fürchte ich, erhebliche Mühe kosten, in Australien wirklich Geld zu verdienen. Die Leute sind jetzt die Dumpingpreise gewohnt. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich Ihnen dabei nicht allzu viel Glück wünsche. Und Sie sollten sich Ihre Expansionspläne in den USA sehr genau überlegen. Das ist unser Spielplatz. Carlo Catturato, CEO Pizza Cattura. Wissen wir. Gratulation! Wenn auf eines verlasst ist, dann auf die Ungeduld amerikanischer Investoren. Auf die muss Catturato Rücksicht nehmen, aber du nicht. Zeit, in die Höhle des Löwen vorzudringen. Amerika ruft. Ja. Viva l'America. Da ist also unser nächstes Ziel. Und ja, dann würde ich sagen... Ach, 14 Minuten. Okay, wir machen heute mal eine kurze Folge. Eine kurze, aber dafür knappe und, ja, sehr volle Folge. Und die morgige Folge wird dann einfach mal ein paar Minuten länger sein, so quasi als Ausgleich. Und dann sehen wir uns also in Amerika wieder. Also, haut rein. Vielen Dank fürs dabei sein. Ich sag ciao und tschüss und viva l'America. Wie der Mexikaner heutzutage so schön zu pflegen sagt. Also, haut rein. Tschüss.